Ja, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von Innakustik. Mit dabei Holger Wachsmann, unser Entwickler im Kabelbereich, und mein Name Dieter Ammann. Heute wollen wir Ihnen mal ein bisschen die Technologie von Kabel präsentieren. Im Prinzip die Air-Technologie, die wir anwenden, wie man sie auch hier gerade so schräg hinter uns auch sieht. Holger, aber bevor wir mal in die Architektur dieses Kabels einsteigen und die so ein bisschen erklären und was die Vorteile daraus sind, vielleicht willst du nochmal unseren Zuschauern kurz erklären, was in einem Kabel eigentlich passiert. Ja, das kann ich gerne machen. Also mal vom Einstieg her, wie ich schon erwähnt habe, ein Kabel muss halt einer Anwendung angepasst sein. Es gibt also gewisse Rahmenbedingungen, die man einfach vorfindet. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Verstärker habe, der einen Lautsprecher antreibt, dann sind das andere Rahmenbedingungen, als wenn ich jetzt eine Vorstufe habe, oder ich habe einen Streaming-Player, der halt dann an einen Verstärker das Signal abgibt. Das sind ganz andere Rahmenbedingungen. Das Signal hat einfach ein anderes Anforderungsprofil, und dem muss man bei der Kabelkonstruktion einfach gerecht werden. Da gibt es verschiedene physikalische Effekte. Das geht dann zum Beispiel los mit dem Leitungswiderstand. Das kann man sich noch einigermaßen vorstellen. Also ein dünner Draht, der hat natürlich einen höheren Leitungswiderstand. Das heißt, das Signal erfährt da mehr Verluste, als wenn ich einen großen Kabelquerschnitt habe. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Autobahn. Desto mehr Spuren ich habe, desto mehr Verkehr kann eben verlustfrei fließen. Aber grundsätzlich, also der Leitungswiderstand, das kann man sich noch ganz gut vorstellen. Es gibt dann andere Dinge, wie zum Beispiel die Leitungsinduktivität. Also das kennt man möglicherweise noch vom Physikunterricht. Ich nehme einen Draht und lasse da einen Strom durchfließen, und plötzlich entsteht ein Magnetfeld. Also ich habe einen Draht, der um eine Schraube gewickelt ist, und die wird plötzlich magnetisch. Das haben wir bei jedem Leiter, wo ein Strom durchfließt, da entstehen eben Magnetfelder, die werden abgestrahlt. Also das, was da am Anfang ins Kabel eingespeist wird, kommt am Ende halt nicht komplett wieder raus. Geht dann weiter mit Kabelkapazitäten, wo eben elektrische Ladung zwischengespeichert wird, ähnlich wie bei einer kleinen Batterie, ähnlich wie ein Schwamm Wasser aufsaugen kann eben ein Kabel durch die Kabelkapazität eben elektrische Ladung erstmal aufnehmen, bevor das überhaupt irgendwie ein Signal weiter transportiert. Und das alles führt halt dazu, wenn das in einem ungeschickten Verhältnis steht zueinander, dass man eben auf der gesamten Übertragungsstrecke, wenn es nicht angepasst ist an die Rahmenbedingungen, dass ich eben relativ hohe Verluste erfahre, beziehungsweise dass eben das Signal in der Form verändert wird, dass das halt für das menschliche Gehör wahrnehmbar wird, weil Klang setzt sich ja aus ganz vielen verschiedenen Facetten zusammen. Das ist erstmal die Klangfarbe, also klingt es dumpf oder klingt es basslastig, klingt es zu scharf, diese ganzen Dinge. Bis hin letztendlich auch zu der Rauminformation. Also man kann ja mit einer Zweikanal-HiFi-Anlage bekomme ich ja im Idealfall ein dreidimensionales Klangfeld hin. Mhm. Aber das halt nur, wenn alles stimmt. Und da spielen halt solche kleinen Stellschrauben am Kabel, spielen da eben auch eine Rolle. Und damit beschäftigen wir uns eben schon seit Jahrzehnten mittlerweile. Und haben so die Schrauben mittlerweile ganz gut gefunden, an denen man halt drehen muss und die man verändern muss, dass halt das Kabel optimal an die Anwendung auch passt. Mhm. Und möglichst ja, sich eben verlustarm, verlustfrei auch verhält. Verhalten sollte, genau. Genau, richtig. Man muss jetzt unserem Zuschauer natürlich schon nochmal sagen, das ist wie mit einem Vergleich, ein VW Käfer und ein Porsche. Mhm. Wenn ich jetzt die breiten Reifen vom Porsche auf den VW Käfer mache mit 32 PS oder was die Kiste früher mal hatte, dann werde ich keinen Rennwagen daraus machen können. Und so ist es auch mit dem Kabel. Ja? Also ich kann es nicht ein hochtechnisches Kabel an eine einfache HiFi-Anlage anschließen und daraus dann einen sensationellen Sound herausbekommen. Das wird nicht funktionieren. Also Wunder können wir keine vollbringen. Nein, unmöglich. Ja. Die Kette als solches, die muss stimmig sein, und das Kabel ist ein Glied in der Kette. Und wir wissen ja, wenn in der Kette ein Glied schwach ist, dann bricht die Kette halt letztlich zusammen. Und so schaut's aus. Das ist unser Ansatz. Ja, vielleicht noch da zur Ergänzung, das ist auch das, was wir eben schlussendlich vertreten. Also ich kann natürlich so ein Hightech-Kabel an eine kleine HiFi-Anlage anschließen. Da wird man sicherlich auch einen Klangunterschied wahrnehmen.
Aber das ist immer so die Frage, wo investiere ich das Geld? Und schlussendlich ist es da vielleicht besser, wenn man eine andere Komponente austauscht und da dann das passende Kabel, also nicht nur technologisch, sondern auch qualitativ das passende Kabel sich dazu anschafft. Da hat man unterm Strich einfach mehr gewonnen. Und das ist ja das Ziel, dass einfach die Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auch haben. Und aus dem Budget, was sie haben, aus den Möglichkeiten, die da sind, einfach das Beste herausschöpfen. Genau. Und die Balance muss man einfach dann letztendlich auch finden. Prima. Ja. Ich denke und hoffe, da konnten wir Ihnen ein bisschen einen Einblick geben, wie wir an so ein Thema rangehen. Im nächsten Video wollen wir mal die Isolation näher beleuchten, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist beim Kabel. Und ja, hoffe und wünsche mir, dass Sie auch mit dem nächsten Video Spaß haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.